Wie gefällt dir das da? Also was haltest du davon? Also als erstes möchte ich erwähnen, der Aufbau hier, das interne System, das funktioniert sehr gut. Die Sicherheitseinrichtungen durch die Security sind sehr gut gegeben. Was mir nicht sehr gefällt, Barrichello fährt mit weichen Reifen, startet gleich von der Pole Position. Das wird ihm ein Problem bereiten, denn der zweite Stint, der wird mit harten Reifen gefahren. Ja, aber im zweiten Stint sind dann die harten Reifen langsamer und dadurch holt der Lewis Hamilton immer wieder Sekunden auf im zweiten Stint. Jedoch, der Barrichello hat dann, wenn er im dritten gut fährt, hat er dort dann wieder gute Reifen. Ja, man darf nicht vergessen, Barrichello sitzt im weit besseren Auto. Wobei der Lewis Hamilton, der hat sehr starke Probleme mit seinem Auto. Und wobei er im zweiten Stint mit den weichen Reifen startet und der Barrichello, der fährt im ersten Stint, fährt er mit den weichen Reifen. Das heißt, der Barrichello ist im ersten Stint schneller, jedoch der Lewis Hamilton im zweiten schneller. Hat im ersten Stint, natürlich muss man auch bedenken, der Barrichello fährt mit einem weit schwereren Auto, wobei der Lewis Hamilton ein schwereres Auto hat und dadurch schon mal Schwierigkeiten hat beim Start. Aber was spielt denn der Sebastian Vettel da für eine Rolle? Also kann der noch in den Titelkampf eingreifen oder schafft das gar nicht mehr? Ja, der Sebastian Vettel, der ja nicht in der Pole Position steht, der das Qualifying total versaut hat, überhaupt im dritten Qualifying und damit nur den vierten Startplatz erreicht hat, der muss jetzt natürlich schauen, was für eine Taktik gibt ihm das Team vor. Was wir soweit wissen und vom Gewicht vom Auto, hat der ein weit leichteres Auto wie der Lewis Hamilton, fährt aber mit den weichen Reifen, wobei er aber taktisch schlechter aufgestellt ist als der Barrichello, der natürlich in der Pole Position fährt. Ja, aber du, Alex Wurz, wie schaut's aus mit dir? Wie schaut's aus mit dir in der nächsten Saison? Weil es gibt ja Gerüchte, dass du für USF One nächstes Jahr fahren sollst. Was ist dran an den Gerüchten? Bolde, schlechte. Na, also ich muss dazu sagen, das überschneidet sich mit den Verträgen vom 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Und ich habe dann natürlich schon zugesagt für die Rennen von Le Mans, weil ich natürlich nicht fahren kann in der Formel 1, weil die Teams Lotus, was mir zugesagt wurde, steht noch nicht definitiv fest. Jetzt habe ich natürlich für Peugeot zugesagt für 14 Stunden von Le Mans und bin nächstes Jahr natürlich nicht dabei. Okay, das tut uns allen leid, aber alle Formel 1 Fans werden die weiterhin als kompetenter Berater in ORF 1 erleben, oder? Ja, ich sage damit Danke und gebe natürlich zurück an Erwin Hausleitner, der jetzt das Rennen kommentieren wird. Danke, Alex.